Hallo zusammen, ich wollte euch eine kurze Hilfe geben, wie man OneNote-Notizen oder Notizbücher sichert. Das gleiche zeige ich auch für GoodNotes am Ende, ganz kurz. Dieses OneNote ist integriert in den Teams-Gruppen als Klassennotizbuch und manche arbeiten da ohnehin mit. Die Sache ist, dass man natürlich immer Unterrichtsmaterial und Notizen sichern müssen, ob man jetzt Lehrkraft ist oder Schüler und Schülerin, ist dabei egal. Man hat vielleicht dafür Bilder, man hat Mitschriften. Da die offiziellen Gruppen von der Schule eingerichtet sind, kann das natürlich sein, dass da auch mal was schief geht oder auch ein Server abstürzt. Oder es kann auch sein, dass man einfach aus technischen Gründen die Gruppen jedes Jahr neu anlegt. Und da will man natürlich seine Notizen, sofern man sie in OneNote gemacht hat, sichern. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten zu, die ich jetzt zeige. Als allererstes habt ihr einen Schul-Account. Dort sind automatisch eure Gruppen drin. Wenn ihr sagt, ach, ich vertraue dem Schul-Account, ich möchte da aber die Notizen an meiner eigenen Stelle haben, weil ich Angst habe, dass die Gruppe nächstes Jahr dicht gemacht wird. Hier an meinem Beispiel habe ich jetzt einen Bio-LK und sagen wir, das wird nächstes Jahr umbenannt, funktioniert aber nicht richtig und es muss neu eingerichtet werden, wären eure Sachen komplett weg. Eine Möglichkeit ist zu sagen, dass ihr ein eigenes Notizbuch macht in eurem Schul-Account. Das heißt, ihr geht auf Notizbuch, gebt einen Namen ein, vielleicht Bio-Backup, irgendwas Schlaues wählen. Und der Speicherort ist dann eure Schule. Hier ist es bei uns natürlich das OHG. OneDrive ist halt dieser Speicherbereich in Microsoft, also die eigentliche Cloud. Und dann nennt ihr das jetzt Bio-Backup, könnt eine Farbe wählen, das ist jetzt egal. Ihr geht auf Erstellen. Dann wird dieses Notizbuch erstellt und ist zu Beginn leer. So, ihr habt es auch links natürlich in euren eigenen drin. Ihr wollt jetzt aus diesem Notizbuch, was der Lehrer angerichtet ist gut. Ja, er hat jetzt in der Inhaltsbibliothek oder sie hat jetzt hier diese Sachen vorbereitet, hat Abschnitte, hat verschiedene Seiten. Oder ihr habt von vornherein in dem eigenen Bereich des Kursnotizbuchs gearbeitet, das heißt unter eurem Namen. Und habe dort geschrieben. Das ist egal, ob ihr daraus kopiert oder eben aus den Bereichen des Lehrers. Leider kann man mit OneNote eigentlich nur Abschnitte und Seiten kopieren. Es gibt zwar auf den Computerversionen manche Möglichkeiten, das ist aber manche komplizierter. Das heißt, ihr würdet einfach sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel alle Seiten, diese vier Seiten und diesen ganzen Abschnitt Bau der DNA in mein Backup-Notizbuch kopieren. Dann haltet ihr gedrückt mit dem Finger, geht dann hier unten auf Kopieren und dann kommt er zu den Büchern, die du hast. Manchmal sind die halt, oder die sind automatisch geöffnet, das ist ein bisschen nervig, aber er geht zu dem Backup unten, Bio-Backup, würde da drauf gehen und dann kopiert er das dahin. Wenn ich jetzt auf Bio-Backup gehe, seht ihr, dass dieser Abschnitt da drin ist. So könnt ihr das mit Seiten und Abschnitt machen. Es ist ein bisschen, ja, das heißt aufwendig, man muss das ein paar Mal machen, hätte aber dann sein eigenes Buch. Und wenn dieses Q1 die Schule aus irgendeinem Grund mal platt macht, abstürzt, hättet ihr zumindest in eurem Schul-Account noch dieses Notizbuch mit den entsprechenden Seiten. Und ihr seht, diese Seiten sind jetzt hier gegeben. Das wäre Version 1. Version 2 ist, dass ihr sagt, okay, ich traue nicht ganz der Schularchitektur und ich würde gerne meine eigene Cloud nutzen. Dann ist es sinnvoll, ein eigenes privates Microsoft-Konto zu errichten. Das kann man hinzufügen. Das heißt, ihr würdet, das kann man ja googeln, steht beziehungsweise auch in der Anleitung, die ich euch hier gemacht habe. Dort würdet ihr ein privates Microsoft-Konto errichten. Das ist gratis. Dort habt ihr dann auch OneNote und 5 GB Cloud und so frei. Und die habt ihr natürlich dann selbst verwaltet. Da hat die Schule nichts mit zu tun. Aber die könnt ihr als Speicherort nehmen. Dazu müsst ihr Folgendes machen. Ihr würdet in OneNote auf euer Profil gehen. Oben links. Bei mir ist das natürlich schon das persönliche OneDrive drin. Aber ihr habt es noch nicht drin, würdet Speicherkonto hinzufügen machen. Nehmt dann OneDrive, das ist eben wieder der Speicherbereich eines Kontos, und würdet ihr das hinzufügen. OneDrive for Business ist für Geschäftsunternehmen und Schulen. Das ist das, was ihr automatisch habt durch diese Schulteams. Aber ihr macht ein privates. Ihr müsst vorher natürlich auf Microsoft dieses Konto errichtet haben. Das könnt ihr einfach ergoogeln. Gratis Microsoft-Konto einrichten. Dann gebt ihr die Benutzerdaten ein von diesem persönlichen Konto. Das habe ich natürlich schon gemacht. Wenn ich eben hier drauf gehe, seht ihr persönlich. Dann habt ihr zwei Speicherorte. Und dann könntet ihr das gleiche machen wie gerade. Ihr möchtet dieses Notizbuch irgendwie sichern, beziehungsweise Teile daraus.
geht wieder auf Neues Notizbuch, wählt aber diesmal den persönlichen Ordner und gebe dann jetzt hier, ich gebe jetzt nochmal ein, Bio, Backup, ich schreibe jetzt einfach mal persönlich, geht auf Erstellen und dann macht ihr das in eurem anderen Account. Vorteil ist, dass dieser vollkommen unabhängig ist von dem, was die Schule macht. Dass ab und zu mal so eine Fehlermeldung, wie jetzt gerade oben kommt, hat damit zu tun, dass der manchmal jetzt nicht direkt zugreift oder das Programm erst die Sachen anmelden muss. Jedenfalls würdet ihr hier dann genauso das Gleiche wieder machen. Ihr geht zum Beispiel diesen Abschnitt, wollt ihr kopieren, haltet den Finger drauf, geht auf Kopieren und findet jetzt, wenn ihr weiter nach unten geht, eben auch BioBackup persönlich. Und wenn ihr dann dahin kopiert, tut er das. Und wenn ich da drauf gehe, findet ihr den Abschnitt genauso da. Das ist die Version 2. Die sorgt dafür, dass ihr in einer privaten Microsoft Cloud eure OneNote-Notizen habt. Version 3 ist ein Export, der auf PDF beruht. Manchmal will man keine OneNote-Notizen haben, sondern will das haben in einem guten alten PDF, die man überall öffnen kann, die man jedem schicken kann und so weiter. Und dies kann man wie folgt tun. Man geht auf eine Seite, das muss man leider mit jeder Seite dann machen. Ich nehme jetzt diese Seite hier und die geht oben rechts auf dieses typische Teilen-Symbol von Apple, beziehungsweise bei Microsoft sieht es ja ähnlich aus mit so einem Pfeil. Und ihr würdet unten gehen auf Kopie der Seite senden. Ihr würdet auf eine andere App gehen, also mit einer anderen App senden. Und dann setzt der sozusagen Option rein. Das einfachste ist dann in Dateien sichern zu gehen, weil dort findet ihr euren Dateibrowser. Ihr habt dementsprechend hier Möglichkeiten, Stellen zu suchen, wo ihr das speichert. Das iCloud Drive ist bei den Schulen per iPads eigentlich nicht aktiviert, aber ich habe mein iPad, ich habe einen eigenen Google Cloud, Google Drive. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ihr eh eine andere private Cloud habt. Ist es die Schulcloud drin, OneDrive, und auch mein OneDrive privat. Das muss man auch hinzufügen. Wenn man hier also auch an eine andere Cloud öffnen, das speichern möchte, würde man zum Beispiel OneDrive öffnen und so wie ich es gerade gezeigt habe, in OneDrive auch noch einen zweiten Account hinzupacken. In OneDrive kann man sich mit dem Schulaccount anmelden oder eben mit einem privaten, den man bei Microsoft gemacht hat, dann hätte man diesen Speicherort auch. Und dann könnte ich hier drauf gehen, OneDrive privat, würde auf Dateien gehen, ich mache das jetzt einfach, und gehe auf Was ist ein Gen, war das die Seite, gehe auf Sichern und dann wird das dort drin gespeichert. Ihr könnt aber genauso, wenn ich nochmal auf Kopie der Seite senden gehe, mit einer anderen App senden mache, könntet auch genauso in diesen Dateien auf dem iPad direkt speichern, dann wäre es offline auf dem iPad. Ist natürlich doof, wenn das iPad kaputt geht oder weg ist. Oder ihr könnt einen Stick anschließen mit einem Adapter. Das ist bei den Schul-iPads von Herne ist das ein Lightning auf USB-Adapter. Dann würde hier oben noch der USB-Stick stehen. Das ist nicht so zuverlässig, weil manchmal die Sticks nicht angezeigt werden. Dafür wäre es aber natürlich eine sichere Möglichkeit, dass man das auf jeden anderen Computer bringt, ohne in eine Cloud zu gehen. Das wäre die Möglichkeit, das als PDF zu speichern und dementsprechend über diesen Browser auch wohin zu schicken. Man kann es auch noch ein bisschen kürzer machen. Wenn ihr hier auf Seite teilen, Kopie einer Seite senden geht, hat man auch die Möglichkeit, verschiedene Apps direkt zu wählen. Also ihr könntet zum Beispiel hier auch OneDrive direkt anwählen, wenn das das private OneDrive ist. Ihr könntet dementsprechend auch das in den Notizen anders woanders speichern. Man kann es direkt an andere Apps senden. Das wäre es, um eine PDF zu schicken. So, wie sieht es aus mit GoodNotes? Viele nutzen GoodNotes, weil das einfach ein hervorragendes Notizprogramm ist. Und eine super Möglichkeit ist, schöne Unterrichtsmaterialien zu gestalten. Der Nachteil ist, dass das nicht mit irgendeinem OneDrive oder Schulaccount verknüpft ist, sondern ihr komplett autark arbeitet und ihr selber eine gute Ordnung halten müsst. Hier ist der Export ziemlich leicht. Wenn ihr also ein Notizbuch habt, Englisch 9c, habt da viele Seiten drin geschrieben oder ihr habt, keine Ahnung, Englisch Unit 1, manche haben ja auch kleinere Notizbücher oder kleinschrittiger geordnet, würdet ihr einfach hier rechts auf den Pfeil gehen, auf Exportieren und habt dann PDF automatisch aktiviert. Ihr würdet auf Exportieren gehen und hättet dann
wieder die Möglichkeiten, dass ihr in den Dateien speichern könnt und demnach auf eurem Pad in einer anderen Cloud, die ihr vorher schon mal auf dem iPad installiert habt, wo ich angemeldet habt, dann erscheint die automatisch. Wenn der einen USB-Stick mit Adapter dran hat, würde der hier oben auch erscheinen, aber zeigt halt leider nicht immer jedes iPad jeden Stick an. Wenn ihr OneDrive habt, also das ist der Schul-Account, ihr könnt aber in OneDrive auch einen privaten Account hinzufügen und dort könntet ihr dann dieses Notizbuch exportieren. Das mache ich jetzt einfach mal hier und dann sichern und dann wird das dahin exportiert. Ihr könntet aber auch, wenn ihr auf Exportieren geht, direkt an eine andere App schicken. Das heißt, diese Apps werden ja oben angezeigt. Das heißt hier, wenn ihr sagt, ach, ich will das in irgendeinem OneNote speichern oder in anderen Notizen, dann kann man das hier oben quasi auch direkt dorthin schicken. Es kann nicht schaden, zwischendurch auch mal einen USB-Stick zu benutzen, damit man das offline hat und auf einem anderen Computer zu spielen. Einen letzten Hinweis, all die Sachen, die ich gezeigt habe, bezieht sich auf die OneNote-Version vom iPad. Man kann das natürlich alles machen in den Computerprogrammen auf PC und Mac. Wenn ihr auf die Seite geht, office.com und euch anmeldet, seht ihr halt hier oben Apps installieren, auch auf dem Computer. Und damit kann man die Programme fest installieren auf dem Computer, sich mit den gleichen Daten anloggen und auch mehrere Accounts hinzufügen und dort das Gleiche machen. Diese Versionen haben manchmal einen Vorteil. Zum Beispiel, wenn es um OneNote für Computer geht, gibt es da zur Ordnung halt einen Vorteil. Ihr seht diese aufklappbaren Dinger hier. Das sind sogenannte Abschnittsgruppen. Diese kann man leider nur mit dem PC oder Mac erstellen. Man kann nicht diese Überordner mit dem iPad machen. Wenn man also quasi sowas wie Überordner, hier ist es Genetik und Ökologie, haben möchte, müsste man dann auf dem PC und Mac einmal das einrichten. Die Notizbücher sind ja aber synchronisiert, das heißt, überall sehen sie an sich gleich aus danach. Sonst könnt ihr überlegen, ob ihr, wenn ihr eine Seite habt und wollt das ordnen, kann man diese Seite gedrückt halten und unten, wenn ihr das hier seht, nach rechts einrücken. Wenn ich auf Fertig gehe, sieht das dann ein bisschen geordneter aus. Man kann also hier Seiten einrücken, dann könnte das so wie eine Überseite sein und das eine Unterseite. So. Das war es erstmal sozusagen als die ersten Hilfen, was an Backups zu machen. Macht sie regelmäßig. Dies ist leider keine Ausrede, wenn man sagt, ich habe meine Unterrichtsnotizen nicht mehr. Bis dahin, alles Gute.